Hast du die Jagd auf mich noch immer nicht aufgegeben? Die Sterbliche, die einen Blick auf die Wahrheit erhaschte. Bist du es etwa? Ja, sie suchte mich auf, so wie du. Ihr tragt dieselbe Kraft in euch, doch eure Wege könnten unterschiedlicher kaum sein. Was für rätselhafte Geschöpfe ihr doch seid. So ist es, Kriegerin des Lichts. Ich trage ebenfalls die Kraft des Transzendierens in mir. Zuerst waren es Visionen, Rückblenden in eine fremde Vergangenheit, deren Bedeutung ich nicht verstand. Aber mit der Katastrophe vor 5 Jahren änderte sich alles. Das Eis kam und schnitt mein Heimatdorf Falkenhorst vom Rest der Welt ab. Wir wollten nach Ischgard fliehen, doch ein Teil der Eiswand brach vor unseren Augen ab und meine Eltern wurden nie aus ihrem eisigen Grab geborgen. Ich kehrte um und floh, bedroht von Eiseskälte und umherstreifenden Drachen, Richtung Westen, nach Dravania. Doch ich wurde gefunden, von Reswelge, einem der 7 hohen Drachen. Und von ihm erfuhr ich die ganze Wahrheit, die hinter dem Drachenkrieg steckt. Seither kämpfe ich für Versöhnung und gegen den Irrglauben, dem dieses Land unterliegt. Ich weiß. Ich weiß. So hätte es nicht enden dürfen. Dass die Ischgarder die Drachen verabscheuen, ist nicht ihre eigene Schuld. Der Hass wurde uns von klein auf anerzogen. Und dass es edel ist, im Kampf gegen die Drachen zu fallen. Und die Drachen erwiderten den Hass, obwohl sie wussten, dass ihr wahrer Feind schon vor langem untergegangen war. Euer Wissen geht so schnell verloren. Nur ein Bruchteil wird an eure Kinder überliefert. Wir Drachen dagegen leben fort und in uns die Erinnerung. Wie viel Zorn und Verachtung sich über die Jahrhunderte ansammelte, vermögt ihr nicht zu verstehen. Ich werde für meine Sünden Buße tun. Ja, ich habe gesündigt. Selbst die heilige Halone kann mich nun nicht mehr retten. Doch ich werde beenden, was ich begonnen habe, und dem Land seinen wohlverdienten Frieden bringen. Denn ich bin nicht länger nur ich selbst. Ich bin auch Shiva, die einst einen Drachen liebte.